Hey alle zusammen, ich habe einen neuen letzten Beispielsatz für euch rausgesucht zum Verbalsuffix Bäschi. Diesmal in einer der wichtigsten und hauptsächlichsten Bedeutungen auch, nämlich die Bedeutung Suirio, also Vermutung. Und Bäschi ist halt eine relativ starke Vermutung. Es ist kein regulärer Satz, sondern ein Gedicht, den habe ich aus dem Manjōshū gezogen, aus dem dritten Abschnitt. Der ist eigentlich überschrieben mit verschiedene Gedichte. Eigentlich handelt es sich dabei aber um ein Trauergedicht. Es gibt auch so eine kleine Anmerkung oder so ein kleines Vorwort dazu. Man weiß auch, aus welchem Jahr das Gedicht stammt, nämlich aus dem Jahr 729, fünftes Jahr der Regierungsdevise Jinki. Es ist also aus der frühen Nara-Zeit. Und es wurde von einem Mann geschrieben, der nach Hause zurückkehrt, wobei aber damit nicht unbedingt seine Wohnstätte oder sein Zuhause gemeint ist, sondern das Zuhause seiner Frau. Aber diese Frau ist verstorben und entsprechend findet er dieses Haus, in dem er ist, verlassen und so ein bisschen desolat und öde vor. Okay, ich lese das Gedicht einmal vor. Miyako naru aretaru ie ni hitori ne ba tabi ni masarite kurushi karu beshi. Wenn wir uns den Satz jetzt so anschauen, oder das Gedicht so anschauen, stellen wir eigentlich fest, dass es ein Satz ist, der aus einem Haupt- und einem Nebensatz besteht. Ganz wichtig für die Struktur ist natürlich erstmal, dass wir uns das Silbenschema dieses Gedichtes anschauen. Wir haben da Glück. Im Manjōshū ist es ja so, dass die Gedichte formal noch nicht unbedingt so festgelegt sind. Aber hier haben wir ein Gedicht in der Tanka-Form, die wir schon kennen, also mit 31 Silben und im Silbenschema 5, 7, 5, 7, 7. Und diese Abschnitte habe ich dann jeweils schon mit einem Maru abgetrennt, so dass wir schon mal eine erste grobe Vororientierung haben. Und wenn man es dann nochmal liest, dann haben wir auch grammatische oder grammatikalische Hinweise für die Strukturierung, nämlich hier zum Beispiel die Partikel ba, die ja temporal, kausal oder konditional ist, je nachdem, wie sie angeschlossen wird. Das heißt also, wenn wir die Partikel ba schon mal identifiziert haben, wissen wir, dass davor der Nebensatz steht und dahinter der Hauptsatz. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, weil er als erstes kommt, beginnen wir mal mit dem Nebensatz. Der hängt nämlich an diesem Schriftzeichen dran, das ist das Schriftzeichen für Schlafen. Und Schlafen bedeutet oder heißt im vormodernen Japanisch nu. Und es ist ein Verb der Shimonidan-Klasse. Und da haben wir jetzt zum Beispiel das Problem, dass die Japaner im vormodernen oder die vormodernen Japaner ein bisschen schludrig mit ihren Okurigana waren. Entsprechend haben wir ein bisschen Probleme, weil wir nicht wissen, wie man dieses Zeichen liest. Wenn Ba dahinter steht, heißt es, dass dieses Schlafen entweder in der Misenke stehen kann oder in der Isenke. Und wir können jetzt indirekt auf die Lesung des Schriftzeichens schließen. Wir wissen, die Misenke lautet Ne und die Isenke lautet Nure. Und wenn wir wissen, dass wir in einem Tanka sind und die entsprechenden Abschnitte nur eine bestimmte Anzahl von Silben enthalten dürfen, und wir hier identifiziert haben, dass da ein Abschnitt aufhört und hier der nächste Abschnitt aufhört, dann können wir abzählen, 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier kann nur noch eine Silbe drin stecken. Entsprechend kann es nur die Lesung ne sein und es kann sich nur um die Misenke handeln. Das heißt also, das Ba muss hypothetisch übersetzt werden, also als Konditional. Falls wir da nicht irgendwie drauf schließen können, haben wir glücklicherweise noch den Service in unseren Textaufgaben, dass die teilweise Lesehilfen dabei haben, die uns sagen, wie man diese Schriftzeichen liest. Und es stand auch nicht bei diesem Schriftzeichen dabei. Aber wir können, wenn wir den Gedichtskontext haben, auch formal darauf schließen, wie die Lesung jetzt sein muss. Gut, Verben sind ja allgemein immer am interessantesten mit. Das nächste, was wir haben, ist dieses Aretaru.
Das heißt verlassen oder desolat oder öde sein oder ja, wie soll man sagen, gerade im Begriff sein zu verfallen. So ungefähr, ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Eigentlich lautet das Verb aru, ist auch ein Verb der Shimonidan, der Verbklasse Shimonidan. Und dahinter steht noch ein Verbalsuffix, nämlich tari. Das ist ein Verbalsuffix, was wir noch nicht hatten, worauf ich später nochmal eingehen werde. Nur, dass ihr es wisst, es gibt da ein Verbalsuffix, wir müssen das aber bei der Übersetzung in diesem Fall nicht so genau beachten. Deswegen erwähne ich es nur und werde es euch später aber dann nochmal in einem konkreten Beispiel erklären. Davor haben wir noch ein Verb, beziehungsweise etwas, sagen wir mal, ähnliches, nämlich die Copula Nari. Und Nari steht hier in der Rentaike, also Naru, genauso wie dieses Taru in der Rentaike steht. Die beziehen sich nämlich beide attributiv auf dieses Substantiv Ie. Mit dem Nari verhält es sich so, dass es ja eigentlich als Copula also sein bedeutet. Zum Beispiel, Varega Christian Nari, also ich bin Christian. Allerdings habe ich nochmal ins Wörterbuch geguckt und es hat mich in meiner Intention bekräftigt, dass man es als, auch als sich irgendwo befinden übersetzen kann. So hätte ich das nämlich spontan beim Lesen des Gedichtes auch übersetzt. Ich war mir aber nicht sicher, deswegen habe ich mir nochmal die Sicherheit aus dem Wörterbuch geholt. Also in diesem Fall nicht irgendwas ist irgendwie, sondern man befindet sich irgendwo oder etwas befindet sich irgendwo. Das ist nämlich das Haus, was sich irgendwo befindet. Okay. Damit hätten wir an sich alle wichtigen Sachen geklärt. Das einzige Wort, was ich jetzt noch nicht angesprochen hatte, ist Hitori, aber das ist so wie modern Japanisch auch alleine. Eine Person, ein Mensch alleine. Das heißt also mit ne ba, also misen ke plus ba, falls man alleine schläft in einem verlassenen Haus, welches sich in der Hauptstadt befindet. So viel zum Nebensatz. Dann kommen wir zum Hauptsatz. Da fangen wir auch wieder hinten an. Ich sage ja immer, hinten anfangen ist total cool und sinnvoll und so. Nein, eigentlich ist es sinnvoll, beim Verb anzufangen. Im Japanischen ist es nur so, dass das eigentlich in den allermeisten Fällen auch hinten steht. Also ganz hinten. Gefolgt wird das eventuell noch von Satzschlusspartikeln. Also korrigieren wir hinten anfangen zu beim Verb anfangen. So sind wir auf der sicheren Seite. Das sollte man in jeder Sprache so machen, weil das Verb immer das ist, woran sich der ganze Satz aufhängt. Okay, unser Verb Kurushi Karubeshi ist, wenn man dieses Schriftzeichen und seine Bedeutung kennt, erstmal schon mal kein reguläres Verb, kein Doshi, sondern es ist ein Keyoshi, ein Adjektiv. Und an dieses Adjektiv ist Beshi, unser Verbalsuffix, angeschlossen. Das heißt also, dieses Kurushi geht in die Sekundärflexion, Kurushi Kari. Und diese Karikatsuyo, diese Sekundärflexion, flektiert wie ein Verb der Rahen-Reihe. Und Beshi steht ja regulär immer an der Shushike, außer bei Verben oder wie Verben der Rahen-Reihe flektierenden Dingen. Entsprechend wird dieses Kurushi Kari zu einem Kurushi Karu, also Rentaike. Wunderbar. Schmerzhaft, bitter, traurig, emotional niederreißend und so weiter sein. Beshi in der Bedeutung Suryo, also Vermutung. Was haben wir als nächstes? Hier haben wir ein verdächtiges T. Ich habe ja schon mal auf die Partikel T hingewiesen. Die ist es in diesem Fall nicht. Wir haben einen feststehenden Ausdruck, Masarite. Das ist allerdings von einem Verb abgeleitet, an das die Partikel T angehangen wurde. Aber wie gesagt, auf das T selber gehe ich später nochmal ein. Masarite heißt eigentlich in einem großen Ausmaß, in einem unsäglichen Ausmaß, über alle Maßen, überaus, sehr stark und so weiter und so fort.
Das bekräftigt eigentlich die starke Vermutung, die ja schon durch Bessie ausgedrückt wird. Wir hatten ja vorher, das wäre bei Sophie Xmu, schwache Vermutung, und jetzt haben wir Bessie, die stärkere Vermutung, und dann nochmal durch Masarite verstärkt. Eine verstärkte Vermutung. So, Tabini auf der Reise, während der Reise. Relativ unspektakulär. Das heißt also, wir übersetzen den Hauptsatz mit, so ist es mit Gewissheit über alle Maßen traurig oder bitter auf der Reise. Okay, und insgesamt in hoffentlich schönem Deutsch. Falls man alleine schläft in einem verlassenen Haus in der Hauptstadt, so ist es wohl wahrscheinlich über alle Maßen bitter auf der Reise. Hört sich jetzt etwas komisch an, aber wie ich ja schon sagte, es ist halt ein Mann, der in das Haus seiner Frau zurückkehrt und feststellen muss, dass diese Frau wohl anscheinend schon vor längerer Zeit verstorben ist, weil das Haus ja schon so ein bisschen, naja, man könnte auch schon so verwildert sagen, also so ein bisschen, der Zahn der Zeit hat schon etwas dran genagt, und entsprechend ist das dann irgendwie das Resultat seiner Reise, dass er zu seiner Frau nach Hause zurückkehrt und feststellen muss, oh, sie ist während meiner Abwesenheit verstorben und ich muss jetzt hier alleine in diesem Haus mich aufhalten, mich irgendwie, naja, meine Zeit verbringen in Einsamkeit, so quasi. Genau. Wunderbar. Damit wäre, glaube ich, alles gesagt. Ich habe auf wahrscheinlich alles Wichtige hingewiesen. Damit möchte ich dann jetzt erstmal den ersten Teil der Verbalsuffixe der Vermutung bzw. der modalen Verbalsuffixe abschließen. Mach dann jetzt zurück den Sprung in den Block der Verbalsuffixe der Zeit und der Aspekte und werde jetzt auf die beiden Aspekts-Verbalsuffixe Nu und Zu zurückkommen. Die wollte ich ja eigentlich schon gemacht haben, nur das Problem ist, dass die halt eine besondere Bedeutung haben, die nur in Verbindung mit Mu und Bessie auftritt, beziehungsweise allgemein in Verbindung mit Verbalsuffixen der Vermutung und der Modalität. Deswegen musste ich die jetzt erstmal vorziehen, damit ich dann entsprechend nicht irgendwelche unbekannte Grammatik wieder dabei habe, was ich ja nicht möchte, sondern ich möchte ja in der Regel ein Phänomen in einer Stunde besprechen. Naja, nicht Stunde, aber in einem Video sozusagen. Gut, alles klar, soviel zum Bessie in der Verwendung oder Bedeutung Suirio, und dann machen wir weiter mit Nu und Zu.